Neue Konstruktion. Ja, man kann jetzt Hütten bauen. Oh, geil, wir müssen unbedingt eine Hütte bauen. Oh, Baby, nice, nice. Warte, das machen wir hier auf dem. Auf dem. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier, meine lieben Freunde. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben die Demo bereits gespielt zu Lightyear Frontier und jetzt ist es rausgekommen in der Early Access. Und wir schauen mal, ob das hier ein längeres Projekt wird. Es wird ja auch wieder Updates geben wahrscheinlich im Laufe der Early Access. Also die wird es auf jeden Fall geben und ich bin mal gespannt, wie diese Early Access so verlaufen wird. Wir müssen ein neues Spiel starten. Wir können nicht den Spielstand aus der Demo weiterspielen. Und dann gehen wir mal rein. Und wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Lightyear Frontier reinziehen in der Early Access, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr mehr sehen möchtet von Lightyear Frontier. Und ihr könnt auch gerne die Playlist anschauen, die es gibt, die am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ich will einen Neuanfang, ja? Deswegen habe ich auch neu angefangen, genau. Ein neues Zuhause. Wow! Oh mein Gott! Na ups, da haben wir wohl eine kleine Bruchlandung hingelegt. Das Schöne ist, dadurch, dass ich ja die Demo schon gespielt habe, sollte es uns jetzt am Anfang relativ leicht fallen, hier ziemlich schnell voranzukommen. Es kann sein, dass ich im YouTube-Video vielleicht auch das ein oder andere auch mal ein bisschen überspringe, eventuell ein bisschen rausschneide, weil wir das ja letztendlich in der Demo schon gemacht haben. Müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Es hängt auch ein bisschen davon ab, vielleicht haben sie ja hier in der Early Access Version jetzt auch am Anfang ein paar Sachen nochmal abgeändert, die vielleicht in der Demo anders waren. Und das wird ja auch nochmal so ein bisschen darüber entscheiden, wie ich es mache. Aber auf jeden Fall jetzt schon wieder schön hier mit der Natur, da hinten diese dampfenden roten Säulen, das sind ja unsere Mechteile, beziehungsweise unsere Werkzeuge, die wir ja bergen müssen. So, jetzt musste ich das hier an Mech dran bauen, genau, der Motor und die Arme. Hervorragend. Aufstellen mit E. Und dann können wir einsteigen, Bär treten, genau. Und wenn wir den Bär getreten haben, dann können wir an der Stelle auch weitermachen. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Animation ist neu, oder? Oder hat er das auch in der Demo gemacht? Gute Frage. Finde deine Werkzeuge. Okay, meine Werkzeuge sind diese dampfenden Dinger. Genau. Ja, und dieser komische Roboter, der ist da hinten dieser grüne Punkt am Himmel. Das ist irgendwie die KI, die mit mir spricht. Okay, da drüben ist der erste Container. Die müssen wir jetzt nacheinander abklappern, weil wir haben ja noch keine Werkzeuge am Anfang. Genau, wir wollen ja Werkzeuge einsetzen, um unsere Felder zu bestellen und so und unsere Farm aufzubauen. Denn das ist ja hier das Ziel in dem Spiel. Es geht darum, eine Farm auf diesem Planeten aufzubauen. Letzten Endes. Genau. Ah, gehen wir mal erstmal da drüben hin vielleicht. Genau, wir müssen jetzt den Staubsauger noch finden, den Erntesauger bzw. Samengewehr und den Bärwässerungsschlauch. Mein Jetpack ist tatsächlich standardmäßig relativ schlecht, merke ich gerade. Das hatten wir in der Demo schon einmal aufgewertet, kann ich mich erinnern. Also ich habe jetzt mal gleich auch Pflanzenfasern mitgenommen, ich habe eh gerade festgehangen hinterm Baum. Genau, Holz haben wir entdeckt und wenn man Sachen abbaut, kriegt man auch immer gleich dann auch Rezepte. Dieses Zeug müssen wir wegmachen, das ist Gift, beziehungsweise, ja, Abfall, den wir beseitigen müssen, damit wir das bisschen reinigen hier die Gegend. Und das ist auch ziemlich wichtig. Warte mal, jetzt habe ich, genau, das war da hinten, alles gut. Da hinten ist das nächste Gerät. Mir fällt gerade auf, es sind drei Werkzeuge, aber ich glaube, sind es auch drei Rauchsäulen eigentlich? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal sicher, ob es auch drei Rauchsäulen sind, ob es nicht vielleicht eine Rauchsäule mehr ist. Wow! Ups, nein!
Ich muss meinen Mech wieder... Ja, das ist das Besondere. Man kann mit dem Mech auch umfallen, wenn man... Wenn man an der Seite hängt irgendwie, oder wenn man unsymmetrisch... Hä? Okay, die Kiste ist ja schon offen. Hat er den schon genommen? Ach, er hat schon genommen. Okay, alles gut. Er war schon dran offensichtlich. Alles klar. Notfallprotokoll... Oh, was? Ich darf gar nicht ins Wasser. Okay, ach krass. Ja gut, dann... das wusste ich gar nicht. Das hatten wir gar nicht versucht in der Demo, stimmt. Wir sind nur ganz kurz mal so am Rand ins Wasser reingegangen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Nee, das war keine Kleinigkeit, definitiv nicht. Haha, erstmal direkt ins Wasser und gestorben. Es ist unglaublich, meine lieben Freunde. So, da hinten ist die nächste Rauchsäule, die Wiesen, meine lieben Freunde. Wir sind auf die Wiesen. Da liegst dir nieder, meine lieben Freunde. Da liegst dir nieder. So, dann gucken wir mal rein. Was haben wir hier? Das ist die... Ah, Samengewehr, wa? Ja, genau. Finde die Sprösslingskanone, finde den Erntesauger. Okay, da hinten sind noch zwei, genau. Dann gehen wir da mal hin schnell. Baue kleine Pflanzkiste, genau. Da war ja am Anfang erstmal dieses Tutorial quasi fürs Bauen, wie man Sachen platziert und so. Das war ja eigentlich ganz entspannt eigentlich. Das ganze Spiel ist eigentlich ganz entspannt, wie gesagt. Das ist im Grunde eigentlich so eine Art Harvest Moon auf einem fremden Alien-Planeten mit so einer etwas zwar stilisierten, aber jetzt auch nicht völlig... comichaften Grafik. Es ist so ein bisschen so ein Zwischending. Es ist schon stilisiert. So ein bisschen Pixar-mäßig auch, aber es ist trotzdem irgendwie schön. Schön und hat auch ein paar von den Lichtstimmungen her und von den volumetrischen Effekten hat es einige sehr schöne grafische Features, die es dann doch ein bisschen nochmal leicht realistischer machen, so was das Licht angeht und so. So, da haben wir jetzt hier, genau, das ist der Wassersauger und damit kann ich hier zum Beispiel auch gleich die Samen einsaugen. Von den Gummibären, das braucht man nämlich auch. Und Wasser muss ich, glaube ich, auch einsaugen. Genau. Damit ich mit der Wasserspritzpistole meine Pflanzen dann bewässern kann am Ende. Und natürlich gibt es hier nicht nur jetzt Farming-Arbeiten zu erledigen, also hier Pflanzen anzupflanzen, auszusehen, zu gießen und so, sondern der ganze Planet kann auch entdeckt werden und wir können neue Geheimnisse lüften und sowas alles, Artefakte finden, Ressourcen, wir können auch Handel treiben mit so einem Händler, der regelmäßig vorbeikommt. Ist eigentlich ganz cool gemacht, recht umfangreich. Ich bin mal gespannt, wie umfangreich die Early Access jetzt dann ist. Vor allem auch im Vergleich zur Demo, wie weit es dann noch weitergeht. Nice, und da haben wir das letzte Werkzeug gefunden, ganz ausgezeichnet. Und dann suchen wir uns mal einen schönen Platz. Spiele im DirectX 12 Modus vielleicht an der Stelle noch als Info. Auf allen maximalen Details. In 1440p auf jeden Fall. Ich habe schon überlegt, ob ich die Auflösung vielleicht noch eine Idee höher stelle und mal 4K ausprobiere, weil anscheinend mein Rechner scheint es herzugeben. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. So, jetzt bauen wir mal eine Pflanzkiste. Ich nehme mal an, die meinen eine Lagerkiste, oder? Das war schon in der Demo. Nee, die meinen doch schon das hier. Das war in der Demo schon immer ein bisschen verwirrend manchmal, die Bezeichnungen von den Objekten. Genau, guck mal, da können wir nämlich gleich mal das Holz reinstecken und Pflanzenfasern brauchen wir noch. So, warte, da brauche ich hier diese Säge, genau. Da müssen wir das hier zerstören, nochmal ein paar Bäume fällen und dann haben wir es schon. Und dann können wir die Bären schon einpflanzen. Ich glaube, das war auch die erste Aufgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Bam, bam, bam. Hervorragend. Nimm mal gleich noch ein bisschen mehr mit. Wir müssen ja eh auch noch ein bisschen mehr bauen. Wunderbar. So, da machen wir das mal. Jetzt geht die Sonne schon unter. Man kann den Tag auch überspringen. Beziehungsweise die Nacht kann man überspringen, damit wieder Tag wird. So rum. Da müssen wir aber erstmal noch ein bisschen was bauen. Genau, hervorragend. Genau, sammle Holz.
haben wir schon gemacht. Pflanze einen Samen in den Erdhügel. Genau, das Ding heißt hier Erdhügel. So, das muss ich jetzt... nee, warte, stimmt. Nee, das muss ich jetzt anders machen. Da muss ich mein Samengewehr auswählen. Ist es das Samengewehr jetzt? Munition wechseln. Mal schauen. Stachelbetrieb. Muss auch mal kurz klarkommen, welches Werkzeug nochmal welches war. Ich glaube, das war schon... ja, das war das hier. Genau, haben wir erledigt und haben wir auch gleich direkt ein Achievement bekommen. So, jetzt müssen wir das Ganze aber auch gießen. Schön bewässern. Genau, stelle die Kiefernhöhen wieder her, ist jetzt unsere Aufgabe. Samen brauchen Wasser zum Wachsen, ja. Haben wir schon erledigt, genau. Baue einen Schlafplatz. Okay, das ist die nächste Aufgabe. Einen Schlafplatz. Ich nehme mal an, das kleine Zelt ist damit gemeint. Bauen wir das mal. Mit E kann ich auch gleich alles hinzu. Wetter, Zelt braucht aber echt viel Zeug, merke ich gerade. Da müssen wir noch mal ein bisschen was sammeln jetzt. Machen wir mal hier die Fasern weg, genau. Und dann hier noch mal ein bisschen Holz. Dann können wir nämlich gleich mal schlafen. Wenn wir das erledigt haben. Einmal bitte reinstopfen. Genau. Hol dir eine Mütze Schlaf. Es ist nicht eine Mütze voll Schlaf normalerweise. So, betreten, genau. Schlafen. Dann können wir die Nacht überspringen, dann ist wieder Tag, hervorragend. Tag 2. Und da müssten eigentlich dann auch schon die Pflanzen gewachsen sein eigentlich am nächsten Tag. Jawohl. Oh, Unkraut haben wir auch. Dann nehmen wir mal gleich den Sauger hier. Nein, den Sauger, genau. Oder? Ah ne, die sind noch nicht gewachsen, oder? Ah, das dauert jetzt länger als in der Demo. Stimmt, es dauert länger als in der Demo. Guckt mal, das ist ja krass. Also sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir noch weitere Samen uns holen, damit da möglichst viel Ertrag am Ende dann auch steht. Weil das ging auch in der Demo verdammt schnell, muss ich sagen. Da war das wirklich so, du hast eine Nacht geschlafen und die Pflanzen haben sofort schon den vollen Ertrag gebracht. Und du konntest die direkt ernten. Das ging schon ein bisschen schnell. Guck mal, da können wir hier gleich nochmal eine Portion uns nehmen und haben direkt nochmal Samen. Und Wasser können wir da auch eigentlich gleich einsaugen. Schön einsaugen, genau. Und dann nehmen wir uns hier die Kanone. Ich habe ja 5 Samen. Gleich mal hier die einpflanzen. So, jetzt ist ja schon bewässert, oder? Müsste eigentlich schon bewässert sein. Ich gehe noch mal ein bisschen drüber. So, genau, jetzt müssen wir die Kiefernhöhen wiederherstellen. Und diese Aufgabe heißt einfach, dass wir diese komischen Pfützen, die da sind, diese roten, beseitigen müssen. Und das machen wir hier mit dem Wasserwerfer, machen wir das. Mehr Felder für alle Pflanzen. Ja, das können wir auch noch machen, aber jetzt ist ja eigentlich erstmal die Aufgabe, hier den Giftmüll zu beseitigen, ne? Ich würde sagen, das machen wir mal jetzt zuerst. Können wir ja mal machen. Zumindest schon mal anfangen so ein bisschen. Weil dann wissen wir ja dann auch die nächsten Aufgaben. Genau, Kiefernhöhen, das ist das Gebiet, der Name von dem Gebiet. Und hier hat man ja auch so ein paar Artefakte auch gefunden. Das ist ja hier bei dieser Mauer da in der Nähe. Wo wir ja auch noch nicht genau wissen, womit es da eigentlich auf sich hat. Also, was da eigentlich genau los ist. Schön alles abspritzen. Muss mal hier den Sauger nochmal nehmen. Braucht nochmal mehr Wasser. Wenn man dann die Upgrade-Station gebaut hat für den Mech, kann man den Mech auch verändern. Kann die Komponenten optimieren. Sogar das Cockpit kann ich austauschen, beziehungsweise das Glas vom Cockpit und solche Sachen. Das ist eigentlich auch schon ganz cool. Und da haben wir es schon Achievement-mäßig. Was ist das? Fleckenentfernung. Sehr schön. Warte mal, dann lass gleich nochmal saugen hier, wenn hier gerade das Wasser ist. Saug, 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 saug. Nice. So, dann gucken wir mal, wo können wir denn noch spritzen? Ich glaube, es gab auch eine Karte. Ja, genau. Aber ich glaube, da sehe ich nicht so ganz, wo die Flecken sind. Ich muss die Flecken schon selber suchen. Oh, da hinten habe ich was gesehen. Gehen wir mal darüber und spritzen mal weiter. Spritz, meine lieben Freunde. Wir müssen hier richtig spritzen, was das Zeug hält. Spritzen, wie wir noch nie vorher gespritzt haben. Nice, nice. Hier alles wegspritzen. Das ganze Zeug.
alles wegmachen. 43%. Ich finde es aber gut, dass man da so eine Prozentanzeige hat, damit man nicht raten muss, wie weit man da ist. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents and purposes, it's just another mountain. Die Megastruktur. Da bin ich mal echt gespannt, was es damit auf sich hat. Ist das hier... Nee, das ist ein Tier. Ich wollte gerade sagen, ist das hier eine ganz kleine Mini-Pfütze? Nee, nee. Das war gerade ein Tier. Hier haben wir die Pfütze, um die es geht. Wunderbar. Guck mal, wir haben schon fast 50%. Da drüben sehe ich auch noch was. Ich glaube, ich muss mir gleich nochmal irgendwie Wasser besorgen. Konnte man die einzelnen Geräte nicht auch auf Nummern legen? Ja, es gab auch, glaube ich, ein Schnellauswahlrad, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind schon auf Nummern. Okay, alles klar. Ich habe es halt immer jetzt mit dem Mausrad gemacht. War nicht Mausrad gedrückt halten? Nee, Mausrad gedrückt halten war Perspektive ändern. Irgendwie konnte man auch so ein Schnellauswahlrad aktivieren irgendwie. Okay, jetzt brauche ich wieder neues Wasser. Moment, war hier nicht Wasser in der Nähe irgendwo? Ich bin doch reingefallen vorhin. Da drüben, ja genau. Warte mal, jetzt wird es hier gerade wieder ein bisschen eng. Aber da wir ja eh noch Ressourcen brauchen zum Bauen, warte mal. Können wir mal gleich hier uns durchbuddeln. Genau, mal gleich mal hier den Weg freiräumen. Das ist doch eine gute Idee. So, und dann saugen wir hier hinten mal. Nein! Gestolpert ist er! Ah! Hey! Oder aussteigen. Das ist irgendwie lustig, wie er dann immer so rumpurzelt. Q-Taste war es für Schnellauswahl. So war das, genau. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier, genau. Wenn wir Q drücken. Genau, so war das. Muss ich mir mal wieder raufschaffen jetzt. Warte. Wir wollen das hin. Den Super Soaker wollen wir haben hier. Alles wegsoaken, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Nice. Dann soaken wir erstmal hier die nähere Umgebung sauber. Und dann saugen wir nochmal Wasser rein. 70% auf alles. Nochmal soaken. Nochmal super soaken. Saug. Saug. Und dann nehmen wir mal hier wieder die Spritze. Und dann gehen wir mal weiter. Machen hier die nächste Pfütze weg. Wir haben es fast geschafft. 80%. Warte mal, ich saug nochmal Wasser rein. Damit wir die letzten Flecken auch komplett wegbekommen. Das wäre schon praktisch. Ah, da ist ja auch noch eine Dings. Stimmt. Können wir eigentlich ja gleich wegspritzen. Hervorragend. Ich glaube, da war noch eine dahinter. Saugen. Saugen, saugen. Und spritzen. Saugen und spritzen, meine lieben Freunde. Vorsicht, nicht jetzt wieder hinfallen. Jump mal da hoch, genau. Nice. Da ist noch was. Wunderbar. Wir wollen ja hier gründlich reinigen. So, ich glaube, der Rest ist eh nur noch da oben, so ein paar Flecken. Und dann haben wir es ja tatsächlich an einem Ingame-Tag geschafft, das alles wegzumachen. Ich saug noch einmal Wasser, damit wir jetzt nicht das letzte bisschen, dass es jetzt dann nicht fehlt am Ende. So, super Soaker rausholen und dann wird gespritzt. Jetzt muss ich schon mal gucken. Warte mal, wir müssen, glaube ich, hier hoch irgendwie. Ja, wir müssen hier hoch. Da muss ich irgendwie mal noch mal gucken, wie ich jetzt hier hochkomme. Diese Dinger hier, da kommen dann bestimmte verarbeitbare Ressourcen auch raus. Kristalle oder Aluminium oder diverse andere Stoffe, Materialien. Das ist auch dann im Late Game dann wichtig. Die braucht man dann auf jeden Fall auch, um den Mech zu verbessern natürlich. Aber auch fürs Handeln. Weil beim Handeln kann man dann Geld natürlich verdienen und damit kann man dann natürlich auch wieder Dinge freischalten und machen und tun. Und da haben wir es. Ach, guck mal, der letzte Fleck ist einfach von alleine verschwunden. Sehr schön. Yay! The ecosystem in this region is adjusting itself lickety-split. In all my years, das Ökosystem. Es funktioniert wieder. Telling them this was it. A new home for humanity. There just might be hope for this planet yet. Es gibt noch Hoffnung für diesen Planeten. Sehr schön. Ich habe das Gift beseitigt. Wunder nice. Und das Ökosystem hat sich regeneriert. Das ist doch super.
Dann lass doch gleich mal zurück zur Farm gehen. Weil ich glaube, jetzt geht eh gleich die Sonne unter. Das hier sind Kreaturennester, mit denen kann man auch interagieren. Da kann man dann Futter herstellen, um sich da noch den ein oder anderen Vorteil zu verschaffen. Nice, da können wir ja gleich direkt die Nacht überspringen und können gleich mal schauen, was dann die nächste Aufgabe ist. Bin gespannt. Manual Labor. Kann ich schon schlafen? Ich schlafe einfach schon mal, wa? Kann man schon mal machen. Ah. Region wiederhergestellt. Kiefernhöhen. Wunderbar. Da sehen wir nochmal immer so eine kleine Animation als Belohnung auch. Und da sehen wir auch, was da dann entsteht. Ne? Diese Löcher, die ich gerade erwähnt habe, da entstehen dann auch Ressourcen, wenn man das halt reinigt dann. Also man muss das natürlich erstmal reinigen vorher. Genau. Und hier, das ist diese komische Tür. Und da haben wir schon in der Demo gerätselt, was man da wohl finden wird, wenn man die öffnet. Ah, die ersten Pflanzen sind fertig. Gleich mal saugen hier. Yes! Gummibeere! Nice! Warte mal, da können wir gleich mal die Sprösslingskanone wieder einsetzen. Beziehungsweise, nee, Moment, es ist die Kanone müssen wir einsetzen. Denn ich würde gerne gleich mal... Ah, das wart schon mit Samen, okay. So, was ist denn jetzt die Aufgabe? Haben wir jetzt überhaupt eine Aufgabe? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben gar keine Aufgabe, oder? Es steht zumindest keine da. Warte mal. Gibt es eine... Was heißt denn hier Wirtschaft? Tagebuch? Keine laufende Mission. Okay. Dann, schätze ich mal, müssen wir Dinge herstellen. Keine laufenden Aufträge. Keine laufende Mission. Gut, ich meine, ich kann ja einfach so weitermachen, ne? Ich habe jetzt nicht aus Versehen das Tutorial beendet, oder? Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum kommt nicht? Ich bin wohl zu schnell. Baue Händlerlagerplatz. Ah, das ist das mit dem Händler jetzt. Okay, gut. Können wir den hier ein bisschen abseits stellen? Das geht doch, oder? Ja, guck mal, wir stellen den mal hier hin, nicht ganz so nah ran. Was brauchen wir denn da? Aluminiumstange, roter Kristall und Stein. Alles klar, das müssen wir jetzt alles mal besorgen. Aluminiumkristalle sind, meine ich, hier direkt nebenan gewesen. Die können wir dann auch gleich mal reinstecken. Sammel doch die neuen Ressourcen. Ja, das ist sowieso die Aufgabe. Ich habe mich nur gewundert, warum er gerade so lange gebraucht hat, um das mir zu geben jetzt. Ich habe schon befürchtet, dass es jetzt irgendwie hängt. Jetzt haben wir 7 bekommen insgesamt. Und da haben wir gleich neue Konstruktionen freigefaltet. Ich meine, wenn ich jetzt keine Aufgabe bekommen hätte, hätte ich auch einfach die Farm erweitert, ne? Darum geht es ja letztendlich auch vor allem primär. Hier haben wir nochmal die Gummibären. Die können wir auch gleich nochmal saugen. Dann kriegen wir nämlich mehr Zeug. So, und ich stecke jetzt schon mal das Aluminium, was wir jetzt haben. Das stecke ich jetzt schon mal in den Landeplatz rein. War die Reihenfolge in der Demo auch so, dass man so schnell, also so relativ schnell den Landeplatz bauen musste? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, ich dachte, man hatte vorher noch andere Sachen tatsächlich gebaut. Also ich meine, es waren vorher andere Dinge, die man machen sollte. Irgendwie Kisten hinstellen, Verarbeitungsanlagen und sowas alles war es, glaube ich, ja. Naja, mal gucken, ne? Ich meine, es ist schon sinnvoll, wenn man den Händler relativ früh baut, weil man natürlich dann Zugriff bekommt auf das Handelssystem, wo man dann bestimmte Items auch eintauschen kann, die man nicht unbedingt braucht. Also gegen Geld halt. Und dann kann man halt sich von dem Geld dann wichtigere Dinge kaufen, die man vielleicht dringender braucht. Ist schon sinnvoll. So, hier die Kristalle brauchen wir auch. Oh. Hä? Soll ich die abspritzen? Nee. Die kann ich anscheinend nicht abbauen. Ah, Verbesserung erforderlich Stachelsäge. Nee, dann kann ich die ja gar nicht abbauen. Hä, aber brauche ich die nicht für den Handelsposten, um den zu bauen? Dann muss ich wohl erstmal eine Verbesserungsstation bauen, wa? Bevor ich den Handelsposten bauen kann. Der Landeplatz war das letzte in der Demo, wird gerade geschrieben. Tatsächlich, ne? Ich täusche mich da jetzt nicht. Dann ist das interessant, dass ich die Aufgabe jetzt schon bekomme. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da hinkommen tatsächlich. Denn das ist nämlich auch komisch, weil wir hatten ja vorher auf jeden Fall die Upgrade-Station auch bauen müssen, weil sonst können wir ja die Kristalle gar nicht abbauen dafür.
die wir dafür brauchen. Das Aluminium konnte man so abbauen mit der normalen Säge. Die Stachelsäge ausrüsten. Ja, das ist ja hier die Stachelsäge. Das ist ja das. Habe ich ja auch gerade probiert mit der Stachelsäge, wie du vielleicht gesehen hast. Aber es hat ja nicht funktioniert offensichtlich. Beim Aluminium hat es funktioniert und bei dem anderen stand ja Stachelsäge aufrüsten. Steht ja hier beim Aluminium zum Beispiel nicht dabei. Ja, also da scheint irgendwie ein Upgrade vonnöten zu sein. Ich glaube, jetzt haben wir auch das Aluminium. Ich gehe jetzt mal zurück direkt. Ich will jetzt auch mein Inventar nicht zu voll ballern. Ich glaube, der Mech hat gar nicht so ein großes Inventar. Da passt nicht so viel rein am Anfang. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen gehe ich jetzt schon mal zurück, stecke das jetzt rein, was wir gesammelt haben. Und dann schauen wir mal, dass wir uns eine Upgrade-Station erstmal hinstellen noch. Vermutlich bekommst du diese Aufgabe, damit du dich weiterentwickelst. Also laut dem Tutorial in der Demo hat das mehr aufeinander aufgebaut so ein bisschen. Und ich meine, wenn du Anfänger bist, checkst du ja zum Beispiel erstmal jetzt nicht so direkt, wo kriege ich denn jetzt das Upgrade für die Stichsäge her? Ja, das ist so ein bisschen mein Punkt. Oder es hat vielleicht jetzt hier irgendwie Aufgaben übersprungen. Ich weiß es nicht genau. Ist egal. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Ja, wir schauen mal. Ich stecke das jetzt mal hier rein. So, da haben wir das nämlich. Siehst du, roter Kristall wird gebraucht und Stein. Gut, Stein, das ist ja kein Problem. Da muss ich nur die Felsen hier wegmachen. Das kriegt man hin. Genau, guck mal, da haben wir nämlich das Verbesserungsdepot. Genau. Das ist nämlich das, was wir brauchen. Das Verbesserungsdepot. Ah, guck mal, jetzt kommen auch neue Aufgaben. Baue Werkstattschuppen, alles klar. Den müssen wir also auch bauen. Dann haben wir das hier schon mal angefangen, dann wissen wir schon mal, wo es hin soll. So, warte mal, Werkstattschuppen, Verbesserungsdepot. Ja, erstmal ein Verbesserungsdepot jetzt, würde ich sagen. Können wir ja auch hier so hinstellen, vielleicht mal so ein bisschen auch drehen noch. Und so, dass man vielleicht auch ein bisschen leichter draufkommt mit dem Mesh, kann man ja so hier hinstellen mal. Genau, Aluminiumstangen brauchen wir, Aluminiumrahmen und Steine ganz viele. Schau mal, was du alles bauen kannst. Ja, genau. Es ist ja, wenn ich immer hier was abbaue an neuen Ressourcen, kommt ja immer auch neues Zeug dazu, was ich machen kann. Geodensplitter entdeckt. Die sind wertvoll, die kann man gut verkaufen. Ach so, man darf nicht drinstehen, sonst kann man es nicht reinstopfen, die Ressourcen. Genau. Muss man ein Stück dann immer zurückgehen nochmal. Sehr schön. Und noch ein. Gibt es auch Lager? Ja, die gibt es. Es gibt verschiedene Arten von Kisten, die man freischalten kann. Wo man dann Sachen einlagern kann. In der Demo war es aber, meine ich, so, dass man nicht mit dem Mech irgendwie auf die Kisten zugreifen konnte. Man musste mal aus dem Mech aussteigen, um auf die Kisten zuzugreifen. Ich kann mich erinnern, dass das ziemlich nervig war. Ich bin mal gespannt, ob das immer noch so ist oder ob das mittlerweile anders gehandhabt wird. Ich kann mich da dunkel erinnern, dass das ein bisschen nervig war. So, genau. Aluminiumrahmen, da müssen wir, glaube ich, schon eine Verarbeitung machen. Da brauchen wir, meine ich, das Montagegerät, genau. Und da brauchen wir Pflanzenfasersaft und da müssen wir das Ding hier vorher machen. Die Ölmühle müssen wir vorher machen. Also machen wir erstmal eine Ölmühle jetzt. Die stellen wir mal hier hinten hin jetzt. Drehen das auch mal noch ein bisschen. Das ist nützlich, genau. Guck mal. Holz brauchen wir und noch mehr Stein, alles klar. Und dann können wir da nämlich schon mal Pflanzenfasern auch mal hier schon was nehmen, genau. Können wir Pflanzenfasern schon mal verarbeiten und können dann die Produktionsanlage dann bauen. Guck mal, Holz, brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Müssen manche Dinge nicht überdacht werden? Ja, das kann sein. Ich glaube, deswegen sagt er mir auch, ich soll einen Werkstattschuppen bauen. Weil es auch zwischendurch auch mal regnen kann und so. Machen wir gleich noch. Jetzt baue ich erstmal die Anlage. Jetzt regnet es ja gerade nicht. Wenn dann der nächste Tag dann anfängt, gibt es ja dann die Möglichkeit, dass es am nächsten Tag dann regnet quasi. Guck mal, na jetzt siehst du. So, dann bauen wir noch den Schuppen, genau. Den müssen wir auch ein bisschen drehen. So, mal schauen. Jetzt will er das da so daneben machen irgendwie. Freier Modus. Warte mal, mach mal mit Shift den freien Modus. Genau, dann kann ich das nämlich so ein bisschen dahin buxieren, wo ich es haben will. Ja, genau dahin zum Beispiel. Nice. So, dann können wir das hier voll machen. Brauchen wir noch mehr Holz. Holz wird gebraucht, ganz viel. Lass auch mal hier ein bisschen ein paar Bäume töten. Stirb, Baum, stirb. Gib mir dein Holz. Ich brauche eine Menge Holz hier, meine lieben Freunde. Grüner Baumsprößling. Nice. Ja, man muss ja die Bäume
auch wieder aufforsten können. Ne? Da ist ja klar, dass man dann auch irgendwie mal einen Baumsprössling bekommen muss. Erstmal das Ökosystem zerstören. Ich habe das Ökosystem gerade wieder hergestellt, indem ich den Giftmüll beseitigt habe. Oder das Gift, was da war, ja? Hallo? Also jetzt mal hier, da kann mir das Ökosystem jetzt auch mal was zurückgeben. Das ist nur meine Belohnung dafür, dass ich die Landschaft entgiftet habe. Außerdem ist Wildwuchs auch nie so wirklich gut, wenn das so anfängt zu wuchern und dann irgendwann Pflanzen auch verdrängt werden. Ja, ich bin ja quasi so ein bisschen auch derjenige, der auf das Gleichgewicht achtet am Ende. Genau, guck mal, beginne mit der Herstellung. Stelle ein beliebiges Öl her. Ah, guck mal, jetzt kann ich auch einfach so drauf zugreifen. Genau, guck mal, Pflanzenöl können wir jetzt mal gleich einreihen hier direkt. Und das wird dann ausgespockt. Genau, da können wir jetzt eigentlich auch gleich den Montagegerät schon hinstellen auch. Würde ich sagen. Dreh das mal so. Genau, dreh das mal hier so in die Ecke. Können wir es schon mal reinstopfen, weil Montagegerät, das brauchen wir. Und da ist schon Nacht auch. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich jetzt Aluminium her? Da muss ich schon mal ein bisschen gucken. Hatte das jetzt auch Steine gebraucht eigentlich? Ja, Steine brauchen wir auch, okay. Ja, wir haben Öl bekommen, sehr nice. Ich nehme mal noch hier die Steine, 3 Stück brauchen wir noch. Dann stopfen wir die da schon mal rein, dann fehlt nur noch das Alu. Ist doch auch schon mal ganz gut eigentlich. Und dann können wir, glaube ich, da auch dann die Alu-Rahmen machen. Frage nicht, was das Ökosystem für dich tun kann, sondern was du für dein Ökosystem tun kannst. Ja, ja. So, hier. Guck mal, da nochmal Zeug, genau. Stopf das mal rein. Ich glaube, wir gehen mal schlafen. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, noch keinen direkten Bonus bekommen, wenn wir schlafen. Weil wir müssen mal hier die Pflanzen bewässern, sehe ich gerade. Die sind ja gar nicht bewässert. Was ist da denn passiert? Aber ich glaube, die ziehen auch über den Tag Wasser raus. Das war vorher auch nicht so in der Demo. Du hast die halt an einem Tag bewässert. Dann hast du geschlafen. Und dann am nächsten Tag musstest du wieder wässern. Da waren sie aber meistens immer schon komplett ausgewachsen tatsächlich. Also so mehrere Tage wachsen lassen war da noch gar nicht notwendig. So, dann schlafen wir mal. Und dann sehen wir, wir haben schon Tag 4. Nicht schlecht. Es geht voran, my dear friends. Gemütliches Heim. Wir können ernten, wir können ernten. Saugen, saugen, saugen. Saugen, saugen, saugen. Und Unkraut ist gewachsen. Das muss man auch immer beseitigen, auf jeden Fall. So, dann gib mir mal die Samenpistole. Weil dann besame ich das Ganze hier nochmal richtig heftig. Genau, und dann gib mir mal die Spritzpistole, den Schlauch. Und dann wird das hier nochmal richtig abgespritzt alles. Sehr schön, guck mal, nice, schön feucht gemacht alles. Okay, Dekorationen im Umkreis des Gehöfts soll ich bauen. Jetzt machen wir aber erstmal hier das Ding weiter, würde ich sagen. Wir besorgen uns jetzt nochmal das Alu. Pflanzenöl ist jetzt ja vollständig, können wir reinstopfen. Genau, so jetzt sorgen wir mal hier für Alu. Muss ich mal gucken, wo das jetzt genau ist. Ist hier vielleicht was Neues entstanden hier hinten? Ah, da ist was Neues entstanden. Guck mal, das ist gut, dann nehme ich das gleich von hier drüben. Dann können wir nämlich die Rahmen auch gleich machen. Und dann ist ja schon mal der Upgrade-Ding fertig. Und dann können wir die Säge upgraden direkt. Und mit der Säge können wir dann die Kristalle abfarmen. Reinstopfen. Was? Eine fehlt. Nein, warum? Okay, da müssen wir wohl noch mal ein bisschen nach Aluminium jetzt suchen. Und ich glaube, wir können dann auch bald mal eine zweite Pflanztopf noch aufstellen, dass wir noch mal den Ertrag dann auch ein bisschen steigern schon. Und da kommen ja noch andere Pflanzen auch dazu. Die Beeren sind ja jetzt nur am Anfang erstmal. Da fehlt so ein bisschen so ein Radar. Ah, ich habe ein Achievement gekriegt. Hey, weg da. Verscheuche 10 Tiere. Oh, ich habe die Tiere verscheucht. Na, ups. Ah, hier ist Aluminium. Sehr schön, guck mal. Genau. Man kann die Tiere auch füttern tatsächlich. Also, man kann über sie drüber rennen und sie verscheuchen. Oder man kann sie auch füttern, indem man zu den Nestern geht. Und ich weiß gar nicht genau, wenn man dann mit denen interagiert, dann geben die einen auch manchmal dann Sachen, wenn man die gefüttert hat vorher. Dann geben die einem Ressourcen. Ja, und wie gesagt, es gibt hier auch Höhlen, die man erkunden kann. Da sind dann auch nochmal Items drin, die interessant sind. Es gibt, wie gesagt, so Tempel. Und gibt halt auch Bereiche, wo man nicht von Anfang an reinkommt, wo man erstmal die Möglichkeit schaffen muss, dass man reinkommt und so. Also schon auch so ein Erkundungs-Gameplay, wo man auch ein bisschen im Progress hat halt.
Also nicht nur das Farmen, es gibt halt auch so ein bisschen so, ich würde sagen, so ein bisschen Subnautica-mäßiges Gameplay, ja, wo du halt mit neuen technischen Methoden dann in neue Gebiete vordringen kannst und so. Was ja eigentlich schon ganz nice ist. So, dann wollen wir das mal machen. Aluminiumrahmen, siehst? Können wir hier gleich mal machen, weißt? Aluminiumrahmen, neue Konstruktion. Ja, man kann jetzt Hütten bauen. Oh, geil, wir müssen unbedingt eine Hütte bauen. Aber sowas von. Warte, warte, warte. Yes! Oh, Baby. Oh, Baby, oh, Baby. Nice, nice. Warte, das machen wir hier auf dem Platz hier. Ich brauche eine Hütte, definitiv. Und dann packe ich mir Holz davor. Denn dann habe ich Holz vor die Hütten. Nicht schlecht. So, warte. Hier mal jetzt schon den Rahmen reinstopfen. Nee, Moment, Quatsch. Hier drüben müssen wir den Rahmen reinstopfen. Rahmen reinstopfen. Wie viele fehlen? Vier Rahmen. Nee, doch vier Rahmen, genau. Hallo? Fünf. Ja, das ging jetzt aber schnell. Habe ich jetzt ja nicht auf dem Zettel. Ja, verbessere deinen Mech. Siehst du, jetzt können wir den verbessern. Wenn ich jetzt hier mich hinstelle. Oder? Interagieren, genau. Interagieren und dann kann ich hier rangehen und kann jetzt dann gucken, was brauche ich für das Sägen-Upgrade. Stachelsägekraft 1. Aluminiumteile. Okay, da müssen wir gucken, wie wir die bekommen. Die Aluminiumteile. Kannst du mal gleich wieder hier rein jetzt. Aluminiumteile sind wahrscheinlich dann auch hier zu produzieren an der Gerät. Jawohl, genau. Was brauchen wir da? Gummibärenöl und Aluminiumstange. Dann müssen wir hier jetzt Gummibärenöl herstellen. Was? Aktuell wird nichts hergestellt. Nee, 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 genau. Wir müssen das alles herstellen. Genau. Und dann läuft das nämlich, deswegen hat der Bär nämlich schon ganz viel Gummibärenkram angepflanzt hier. Das heißt, wir brauchen ja eh mehr davon. Das heißt, wir können mal direkt hier noch ein Feld daneben stellen eigentlich. Nochmal hier direkt eins dran bauen jetzt. Genau. Reinstopfen, Holz nochmal holen und dann die Samen rein. Immer schön die Samen rein, meine lieben Freunde. Sieht gut aus, das Game, aber ist halt leider wieder einheitsbrei. Warum sind fremde Planeten in solchen Games immer 1:1 Erdkopien? Wo bleibt da die Herausforderung, Neues entdecken zu müssen? Ich finde, das ist gar nicht so eine krasse Erdkopie. Also ja, es gibt Bäume hier. Aber ich meine, ganz ehrlich, es ist ein Landwirtschaftsspiel. Und da liegt es schon auch eher nahe, dass man auch Pflanzen und so hat, die, mit denen man auch was anfangen kann, also die du auch als Pflanzen identifizieren kannst und die auch so ein bisschen der Pflanzenlogik auf der Erde folgen, damit du einfach dieses Landwirtschaftsszenario besser umsetzen kannst, ja. Das würde ich jetzt gar nicht als Unkreativität auslegen, das würde ich einfach als Notwendigkeit auslegen, dass das Ganze ein bisschen visuell verständlich ist, wie das mit Samen, Blümchen und Bienen und so, das ist nun mal halt auch davon auszugehen, dass das jetzt auch in der, also selbst wenn wir jetzt mal sagen, andere Welten sind vielleicht ein bisschen unterschiedlicher als unsere, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass Pflanzen auf anderen Planeten ähnlich funktionieren werden, ja. Also sowohl auf der Perspektive ist es schon sinnvoll, dass es so aussieht, wie es aussieht, aber auch aus Gameplay-technischer Sicht macht es Sinn, damit du halt das verstehst, was da passiert und so. Dass es nicht völlig nebulös ist. Weil wenn du nämlich nicht unterscheiden kannst, was ist eigentlich ein Stein und was ist eine Pflanze, Gameplay-mäßig, dann wird es auch schwierig, dann da irgendwie was vernünftig anzupflanzen und so. Also ich finde das schon für die Intuition beim Spielen gar nicht so schlecht, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und es sieht auch hübsch aus, das muss man auch einfach mal sagen. Das Visuelle und Ästhetische spielt ja da auch eine Rolle. Genau. Genau, genau, genau. So, jetzt müssen wir noch mehr Gummibärchensaft machen. Das läuft ja durch, genau. Wie viele Aluminiumteile können wir denn machen? Noch gar keine. 3 pro Teil. Was stand da jetzt? Wie viel braucht das Upgrade für die Säge? Ich glaube schon auch einiges, wa? Okay, wir gehen einfach mal noch ein paar Gummibärchen ernten. Hier gibt es doch noch Gummibärchen. Ich habe doch hier hinten welche gesehen, warte. Da sind wir doch vorbeigegangen. Da hinten, genau. Dann nehmen wir die jetzt auch noch. Dann können wir da nämlich auch noch Gummibärchensaft machen. Gab es nicht auch Kohl? Ja, genau, es gab Kohl. Es gab ganz viele Pflanzen auch, die man anpflanzen kann auch. Guck mal, ich meine, diese Gummibärchen, Gummibären, die sehen jetzt auch nicht gerade aus wie Pflanzen, die man jetzt auf der Erde findet. Also es ist immer so ein Spagat. Es soll halt ein bisschen alienmäßig aussehen, aber auch nicht zu krass. Das ist auch bei Science-Fiction-Filmen oft so. Wenn man jetzt eine fremde Welt designt, dann achtet man schon auch drauf, dass der normale Zuschauer halt auch Bezugspunkte trotzdem erkennen kann.
damit einfach das nicht zu krass ist. Weil wenn es zu weird ist, dann findet sich der Zuschauer bzw. der Spieler überhaupt nicht mehr zurecht und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist und so. Und das ist dann halt, ja, schwierig, wenn du halt auch irgendwie was versuchst umzusetzen, ein Gameplay, eine Story oder irgendwas, wenn keiner weiß, was abgeht in der Welt, weil die einfach viel zu fremd ist, dann ist das halt schwierig, ja. Und so führst du die Leute halt mit familiären Dingen, mit vertrauten Sachen ein in die Welt und sprengst halt so ein paar Sachen ein, die halt alienmäßig sind und die ein bisschen anders gestaltet sind, ja, die ein bisschen von der Norm abweichen. Das ist halt so ein bisschen so der Punkt, genau. So, jetzt können wir Aluminiumteile machen, nice. Aber leider ist das jetzt nur ein Teil. Ich weiß gar nicht, wir brauchen, glaube ich, noch ein paar mehr. Warte mal, wir können auch noch Samen einpflanzen hier jetzt. Nochmal besamen. 1, 2, 3, 4. Und gleich nochmal Wasser holen, bevor die Sonne weg ist. Wasser saugen, Wasser saugen. Oh, da unten sind auch nochmal welche gewachsen, oder? Ja, ich glaube, da sind auch nochmal welche gewachsen. Können wir die saugen? Die können wir saugen. Guck mal, siehst du, nice. Richtig mal reinsaugen hier, genau. Saugen, Samen, spritzen. Saugen, Samen, spritzen. Saugen, Samen, spritzen, meine lieben Freunde. In einer Tour, ohne Ende. Der Forscheraspekt, genau. Naja, der kommt ja nicht unbedingt zu kurz. Man kann ja, wie gesagt, auch trotzdem die Dinge erforschen. So, genau, gib mir mal den Besamer nochmal. Samenkanone, weil dann kann ich das hier nämlich noch reinbämsen. Und dann spritzen wir nochmal ordentlich drüber. Mit rechter Maustaste kann ich Sachen auch verschieben. Und dann schlafen wir mal. Tag 5. Und genau, euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass es kein Survival-Spiel ist. Ja, es muss jetzt nicht essen oder trinken oder so. Das finde ich auch eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, dass das nicht so ist. So, können wir gleich nochmal Aluminiumteile machen. Hat er sie gemacht schon? Ich glaube ja. Und dann guckt mal, hat das jetzt gereicht eigentlich? Ah, weil es regnet. Guckt mal, ist jetzt hier alles bewässert. Das ist ja nice. Saug mal hier das gleich ein, genau. Und dann macht mal hier die Samen nochmal rein. Okay, dann gucken wir doch gleich mal. Wie sieht's denn aus, wenn wir uns jetzt hier draufstellen und interagieren? Mal gucken. Jetzt müsste man doch eigentlich die Säge upgraden können, oder? Nein, mir fehlen noch zwei. Okay. Zwei Teile. Die haben das ein bisschen hochgedreht. Kann das sein? Ich kann mich erinnern, dass wir in der Demo die Upgrades für die Teile schneller bekommen haben. Einen kleinen Schnitt später, meine lieben Freunde, habe ich jetzt mal ein bisschen Material gesammelt. Und ich habe jetzt mal so viel Material gesammelt, dass wir das Haus jetzt abschließen können. Denn jetzt geht auch gerade die Sonne unter. Perfektes Timing. Und ich bin gespannt. Wir haben ein Haus. Jawohl, der absolute Wahnsinn. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Jetzt steigen wir mal aus. Kann ich da jetzt drin schlafen in dem Haus auch? Betreten? Ha, ich kann leider nicht reingehen. Das ist ein bisschen schade. Oh, guck mal, wenn ich da drin schlafe, dann kriege ich dann irgendwann auch Tierfreund. Wenn Tiere gefüttert werden, besteht die Chance, dass sie zusätzliche Rohstoffe ausgraben. Beim Zelt habe ich nur scharfes Auge als Bonus. Okay, dann schlafen wir mal und gucken mal. Nacht überspringen bis zum nächsten Tag, so rum. Und jetzt müssten auch die Pflanzen gewachsen sein, die ja jetzt sehr schön bewässert wurden. Gib mir mal... Was? Achtung, Unkrautsamen. Was? Unkrautsamen, gleich mal hier alles ernten schnell, bevor mir hier meine Ernte abhanden kommt. Ah, Unkrautsamen, saugen. Stimmt, die konnte man auch einsaugen, giftige Schoten. Ah, saugen. Pflanzen schützen. Mission Pflanzenschutz. Nein, einer ist gelandet. Ich muss meine Felder verteidigen. Weg mit euch. Ihr blöden Unkrautsamen. Weg mit euch, weg mit euch. Das Feld habe ich ja gerade geerntet, genau. Muss ich, da kommt noch was? Kommt noch was, kommt noch was, kommt noch was. Wegmachen, wegmachen, alles wegmachen. Weil ich glaube, wenn die da landen, dann verdrängen die nämlich meine Pflanzen. Und das ist nämlich schlecht, weil wir wissen ja jetzt, dass wir jetzt mindestens 3 Tage brauchen, bis die Pflanzen auch gewachsen sind. Da ist das natürlich dann ungünstig, wenn da jetzt so ein Unkraut landet und die dann zerstört. Das wäre nicht so gut. Ah! Saug doch!
Großer Gott, nochmal. Okay. Hier müssen wir nochmal schnell das wegmachen. Genau. Wir haben es alles verteidigt. Alles gut. So, gleich spritzen auch. Spritzen, spritzen, spritzen. Sehr nice. Dann noch besamen. Mucho besamo, meine lieben Freunde. Nein, da habe ich versehentlich daneben gesamt. Schon wieder daneben gesamt. Spielwehr, du musst auch treffen beim Besamen. Sonst wird das nichts, wenn du nicht triffst. Und dann nochmal spritzen, spritzen, spritzen. Heftig spritzen. Alles abspritzen. Hier auch nochmal reinspritzen, genau. Und da nochmal. Und wir haben's, genau. Hatte ich das jetzt schon bewässert? Das hatte ich schon bewässert, glaube ich, oder? Das sieht noch bewässert aus, auf jeden Fall. So, dann können wir nochmal hier Zeug machen. Nochmal Gummibärenöl. Jetzt haben wir ja eine Ernte eingefahren. Sehr schön. Und da müssen wir nochmal Alu holen. Oh, warte, da ist noch ein Dings. Moment, hier ist Unkraut. Das geht nicht. Nein, Spielbär, was tust du? Es muss weg, das Unkraut. Keine Chance dem Unkraut. So, da drüben ist leider kein Alu. Aber hier hinten hat man jetzt noch ein bisschen was entdeckt an Alu. Ich höre nur Spritzen, Besamen und Saugen. Alle diese komischen Gedanken, die durch meinen Kopf gehen. Ja, das sind eure Gedanken, da kann ich nichts dafür. Ihr seht ja, was ich hier mache, besame und spritze und hast du nicht gesehen. Ihr könnt ja zugucken. Beschwert euch mal nicht, ihr könnt ja live zugucken hier. Also, naja, live. Auf YouTube dann vielleicht nicht mehr ganz so live, aber ihr wisst ja Bescheid. Guck mal, hier kommt Gummibärensaft raus, nice. Aber wir können leider noch keine Teile machen, uns fehlt halt immer noch... Der Saft fehlt uns. Die Kraft des Saftes fehlt uns. Aber wir sind jetzt eigentlich schon ganz gut weit gekommen. Ich bin eigentlich schon ganz zufrieden, vor allem mit der Tatsache, dass wir jetzt sogar schon ein Haus haben. Und an dieser Stelle endet diese Folge Lightyear Frontier. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Lightyear Frontier, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.